Umgang mit Moralaposteln. Moralaposteltum ist ein interessanter Begriff. Apostel ist jemand, der gesandt worden ist. Ein Moralapostel ist jemand, der das Gefühl hat, seine Mission ist es, Moral zu verbreiten, und zwar seine Moral. Wie gehst du damit um, dass dort Moralapostel da sind, die ständig sagen, was moralisch ist, die sich beklagen darüber, dass andere die Moral nicht beachten? Wie gehst du damit um? Zunächst einmal wertschätze, dass Menschen ihre hohen Werte haben. Dann vergewissere dich, ist die Moral dieses Moralapostels etwas, was mit der allgemeinen Ethik in Übereinstimmung geht, wie sie aus Grundgesetzen, Grundrechten hervorgeht, wie es das Weltparlament der Religionen unter der Anleitung von Hans Küng als Weltethos bezeichnet hat, wie es im Yoga als die fünf Yamas bezeichnet werden. Denn es gibt Moralapostel, die eine eigenartige Moral haben. Wenn jemand andere dann zu ethischem Verhalten anregen will, warum nicht? Soll er es doch tun. Wenn er etwas vorwirft, was du tust und dich belehren will, dann kannst du ihm sagen, danke für diese Hinweise, aber ich brauche deine Belehrungen nicht. Oder du kannst sagen, ich verstehe, dass dir das wichtig ist. Mir sind andere Dinge wichtig. Du musst dich nicht von anderen bevormunden und belehren lassen. Du musst nicht, aber vielleicht willst du es auch. Manchmal kann es ja hilfreich sein, dass jemand dir Tipps gibt zu ethischem Verhalten. Sei dir also bewusst, entspricht es deiner Ethik und du lässt dich inspirieren, oder du sagst dem anderen, nein, will ich nicht.